ist nur durch den Namen Hitler, dass man damit eben eine Person verbindet, eine Geschichtsperson, aber eben nicht den Künstler Hitler, weil den gab es in dem Sinne nicht, sondern wirklich nur die Person Hitler und seine Taten. Hallo. Hallo, guten Tag. Schwierig, es gibt ganz unterschiedliche Leute, die solche Sachen kaufen. Viele natürlich, die den Nationalsozialismus eventuell noch verehren. Das, finde ich, ist immer die Gefahr dabei, bei solchen Dingen, wenn man sie dann versteigert. Andere, die vielleicht einfach ein geschichtliches Interesse daran haben. Dennoch ist der hohe Preis, der eventuell wahrscheinlich auch erzielt wird, eher darauf zurückzuführen, dass es Leute sind, die dem Nationalsozialismus durchaus zugetan sind. Ich denke, es ist in Ordnung. Es ist legal und das finde ich grundsätzlich auch in Ordnung. Ich finde es schade, dass damit Geld gemacht wird, mit der Zuneigung zu diesem Regime. Ich persönlich würde es nicht machen, aber das muss jeder Auktionator für sich selbst entscheiden.